Ein herzliches Grüß Gott heute zum Gedanken zum Sonntagsevangelium, wo wir nachdenken dürfen über die wahre Kraftquelle in unserem Leben. Dazu betrachten wir diese Worte aus dem Johannesevangelium. Als Jesus aufblickte und sah, dass so viele Menschen zu ihm kamen, fragte Philippus: Wo sollen wir Brot kaufen, damit diese Menschen zu essen haben? Dann nahm Jesus die Brote, sprach das Dankgebet und teilte an die Leute aus, so viel sie wollten. An diesem und den vier folgenden Sonntagen betrachten wir das sechste Kapitel aus dem Johannesevangelium. Es führt uns hin zur wahren Kraftquelle in unserem Leben, nämlich zur stärkenden Gegenwart Jesu in der Heiligen Kommunion. Im Markus-Evangelium hören wir den tiefen Beweggrund, warum Jesus Brote für Tausende von Menschen vermehrte. Er sagte: Wenn ich die Menschen hungrig nach Hause schicke, werden sie unterwegs zusammenbrechen. Ja, Jesus hat Mitleid mit uns Menschen. Unsere menschlichen Nöte sind ihm nicht einerlei. Er stärkt uns mit seinem kostbaren Leib in der Heiligen Kommunion. So können wir mutig vorangehen. Mein Mitbruder erzählte mir einmal, dass es in seiner Jugendzeit gleich gar nicht leicht gehabt hat. Er wurde so gehänselt, so gemobbt. Seine Kraftquelle war jeden Sonntag Jesus, den er in der Heiligen Kommunion empfangen durfte. Bei einem Gebetsabend traf ich mal eine liebe Familie. In der Pause sagte der kleine, vierjährige Bub zu mir: Ich will einmal Priester werden. Erstaunt fragte ich ihn, warum er denn so einen Wunsch habe. Ohne viel nachzudenken, sagte er sofort: Dann kann ich den Menschen den Leib Christi geben. Seine Antwort hat mich tief berührt. Ja, das kleine Kind hat es auf den Punkt gebracht, was unsere wichtige Aufgabe als Priester ist: den Menschen zu stärken mit dem Leib Christi. Eine liebe Bekannte erzählte mir einmal ihre Bekehrungsgeschichte. Sie wuchs ungetauft auf und kannte das Christentum nicht. Als junge Erwachsene kam sie in eine katholische Stadt. Dort fielen ihr am Sonntag die Kirchenglocken auf, die läuteten. Zuerst reagierte sie einmal nicht darauf, doch die Kirchenglocken ließen ihr keine Ruhe. So ging sie zur Kirche und schaute interessiert zu, wie die anderen Menschen dort beteten und zur Heiligen Kommunion gingen. Sie wusste noch nicht, dass man zuerst getauft sein müsse, um Jesus in der Heiligen Kommunion zu empfangen. So ging sie auch nach vorne und empfing Jesus in der Heiligen Kommunion. Und in diesem Augenblick wurde sie innerlich berührt und von einem unsagbar großen Licht erfüllt. Nun überlegte sie, wie sie mit dem Priester sprechen könne. Da las sie, dass es in der Kirche Beichtangebote gab. Sie nützte die Gelegenheit und suchte den Priester auf, sagte ihm aber, dass sie nicht zur Beichte käme, sondern viele, viele Fragen habe. So lud sie der Priester ein, alle zwei Wochen zur Kirche zu kommen, und zwar zur Kirchentüre. Geduldig erklärte ihr alles, angefangen vom Weihwasserbecken bis hin zum Tabernakel in der Kirche. Und es dauerte nicht lange und sie ließ sich taufen. Jesus in der Heiligen Eucharistie war nun das Zentrum, ja die Kraftquelle ihres Lebens. Herr, nützen wir diese Gelegenheit und empfangen wir Jesus oft in der Heiligen Kommunion, damit er uns mit seiner Kraft, seinem Licht und seiner Liebe auf unserem Weg durch dieses Leben in die Ewigkeit begleite, stärke und aufrichte. Im Namen und in der Kraft Jesu Christi von Nazareth, der in der Heiligen Kommunion wirklich gegenwärtig ist, in der Kraft des Glaubens der Heiligen Katholischen Kirche, wo Jesus uns in den heiligen Sakramenten immer wieder aufrichtet, stärkt und schützt vor allen Gefahren. Auf die Fürsprache der Mutter Gottes,
des heiligen Josef, unser heiligen Namenspatron und Schutzengel, löse ich euch von allen Flüchen, Verwünschungen und negativen Festlegungen und trenne alles Negative von euch ab, was euch von Menschen, Dingen oder Orten übertragen worden ist. Möge die Allmacht Gottes des Vaters, die Weisheit Gottes des Sohnes, die Liebeskraft des Heiligen Geistes euch von all euren Ängsten, Bedrängnissen, Krankheiten und Leiden heilen und befreien. Und so segne, heile und schütze euch und eure Familien, der allmächtige und uns liebende Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus, in Ewigkeit. Amen.